25. Spieltag in der BBL. Die Bamberg Baskets zu Gast bei den Rostock Seawolves. 11 Niederlagen in Serie stehen bei den Rostockern zu Buche. Zuletzt die Bamberger mit einer Niederlage gegen die Chemnitz Niners. Den besseren Start erwischen die Rostocker. Tyler Nelson mit schnellen 8 Punkten. 16:8 die frühe Führung. Mitte des ersten Viertels für die Seawolves. Rostock legt nach mit Derek Elston Jr., der Topscorer der BBL, mit dem Slam. Und die nächste Auszeit bei den Bambergern. Ein bisschen Schadensbegrenzung dann durch den Topscorer auf Seiten der Oberfranken. Zach Copeland, endlich mal mit einem Dreier. Das ist das, was das Team von Arne Woltmann dringend braucht. Im ersten Viertel aber trotzdem vollkommen überrannt. 34:20 Rostock mit der 14-Punkte-Führung geht es in den zweiten Durchgang. Aber dann die Bamberger deutlich verbessert. Verkürzen zur Pause auf minus 9. Mit 48:39 geht es also in das dritte Viertel. Und der Vorsprung der Rostocker schmilzt immer weiter zusammen. Die Highlights werden weniger, auch wenn Chris Carter hier mal einen reinhaut. Der Routinier auf Seiten der Rostocker. Mitte des vierten Viertels. Stanic mit dem Floater. Es wird immer enger aus Sicht der Rostocker. Und das Kopfkino geht langsam los. Und dann Tada mit dem Dreier. Die erste Führung seit dem 2:0 aus Sicht der Bamberger. 5 Minuten vor Ende dieser Partie. Letzte Minute. Woodbury arbeitet sich, ackert sich durch. Und dann ist Stanic mit dem Tipp da. 6 Punkte, 14 Rebounds, 5 Assists für den Big Man bei den Bambergern. Und dann Tyler Nelson mit dem 82:82. Elston Junior, gedankenschnell, 4 Sekunden vor dem Ende. Und es geht in die Overtime. Tyler Nelson, der Mann für die besonderen Würfe bei den Seawolves. Ohne Nerven aus der Corner. 82:82. Verlängerung, 5 Minuten extra obendrauf, aber Bamberg drückt aufs Gaspedal und blickt nicht zurück. Die Bamberger liegen nicht zurück in dieser Overtime und gestalten das weitestgehend sehr, sehr souverän. Malik Johnson mit dem Dagger 90 Sekunden vor dem Ende. Und auch wenn es die Rostocker nochmal ein bisschen knapper machen, ein bisschen Hoffnung aufkeimen lassen, vor allem durch diesen Alley-Oop von Chavis Goodwin. Es ist am Ende die 12. Niederlage für die Rostock Seawolves und damit ganz, ganz dicke Luft in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein